Hallo zusammen und willkommen zurück zu Mass Effect 3. Hier bei mir. Hä? Achso, da steht ein Baum. Was haben wir denn zuletzt gemacht? Teilen Sie bitte dem Primat mit, dass das Wohlprotektorat das Allianzprojekt unterstützen möchte. Wir hatten einen proteanischen Obelisken, der sicher nützlich gewesen wäre. Leider ging er im Würgeschlund verloren. Dennoch sind wir entschlossen. Sowohl dem Turianischen Reich als auch der... Und das ist ja ein Wohllust, der sich aufspielt. Commander Shepard, Commander, die Leute von der Allianz haben Fragen. Okay, dann beantworten wir ein paar Fragen. Commander Shepard, Kalisa bin Sinan al-Jilani. Ist es wahr, dass Sie beim Angriff der Reaper auf der Erde waren? Warum sind Sie geflohen, während Millionen auf der Erde sterben? Ist das alles, was wir von der Allianz erwarten? Ich habe genug von Ihrem Schmierenjournalismus. Ha! Sie wollen kämpfen? Ernsthaft? Andererseits, vergessen Sie es. Ich habe keine Fragen mehr an Sie. Ist das euer Ernst? Der wollte gerade die Frau schlagen und dann haut sie ihm eine rein. Oh mein Gott. Kannst doch nicht einfach die Frauen verklappen. Was ist denn mit dir los, Shepard? Ja gut, das war gerechtfertigt, dass er eine gekriegt hat. Auch wenn es eine lästige Reporterin ist. So, wählen Sie bitte ein Ziel aus. Wir wollten nach Palawan, oder wie das heißt. Einen Moment bitte. Nach Palawan. Ankunft in Andockbucht D24. Den Turianern helfen, oder? Irgendwas war doch. Ich habe jetzt schon 2 Tage nicht mehr gespielt. Ich bin jetzt wieder ein Spectre. Oh Gott. Wir sind in einem Traum. Der Junge taucht überall auf, den wir am Anfang in dem Luftschacht gesehen hatten. Dann sind wir mit der Normandie von der Erde weggeflogen. Da haben wir gesehen, wie sein Shuttle abgeschossen wurde von einem Reaper. Bald taucht der Junge auf. Es hat sich gerade angefühlt wie Reaper. Liara, kann ich helfen? Ich habe den Turianischen Ratsherrn über das Proteanergerät informiert. Es kann ohne Unterstützung des Rats nicht gebaut werden, aber erst muss Ihr Primarch sicher sein. Ich weiß. Sind Sie in Ordnung? Ich habe nicht unbedingt gut geschlafen. Dahinter steckt doch noch mehr, oder? Was beschäftigt Sie wirklich?
Als die Reaper angriffen, hörte ich die Menschen in den Straßen schreien. Da war ein Kind. Ich konnte es nicht retten. Sie können nun mal unmöglich alle retten. Aber sie tun alles, was sie können und werden rechtzeitig dort sein, um zu helfen. Hoffentlich stimmt das. Geben Sie sich nicht die Schuld. Commander Shepard, ich bin Spezialistin... Oh, Verzeihung. Ich dachte, Sie wären allein. Ich wollte gerade gehen. Commander? Hallo, ich bin Samantha Trainer, also eigentlich Lieutenant, von der Allianzforschung. Ich war an der Nachrüstung der Normandy nach der Übergabe an die Allianz beteiligt. Es waren nur wenige an Bord, als die Reaper angriffen. Das werden wir jetzt mal ganz streng militärisch durchziehen. Die Normandy muss funktionieren. Was haben Sie mit meinem Schiff gemacht? Wir haben die Kommunikation aktualisiert und die meiste Cerberus-Tech entfernt. Das heißt? Das Schiff erfüllt jetzt die aktuellen Allianzvorschriften und hat die allerneuesten Quantenverknüpfungskommunikatoren. Die Normandy sollte nämlich Admiral Anderson als mobile Befehlszentrale dienen. Das ist keine Option mehr. Ja, er ist geblieben, um zu kämpfen. Es ist jedenfalls eine Ehre, unter Ihnen zu dienen, Commander. Also, solange Sie mich brauchen. Ich sollte nämlich nur bei der Nachrüstung helfen. Shepard, einige Systeme erfordern weitere Tests und Spezialistin Trainer war bei der Installation außergewöhnlich effektiv. Ich möchte, dass sie bleibt. Gut, Edi. Moment, seit wann stellt eine virtuelle Intelligenz Anforderungen? Edi ist eine KI, volles Bewusstsein. Ach, wusste ich doch, dass Joker lügt. Jeff meinte, ich soll zum Schutz so tun, als wäre ich nur eine VI. Verzeihen Sie die Täuschung. Danke, Edi. Und verzeihen Sie bitte meine Bemerkungen über Ihre attraktive Stimme. Soll ich Ihnen mal alles zeigen? Die neuen Upgrades werden Sie bestimmt beeindrucken. Im KIZ befindet sich die Galaxiekarte, wo Sie die Zielposition der Normandy einstellen können. Sie können auch Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal abrufen. Das kenne ich doch. Ach so, da, nee. Die Einsatzzentrale dient dem strategischen Überblick über missionsspezifische Informationen und der Analyse des Krieges. In der Shuttlebucht ist eine Waffenkammer, wo Sie zwischen den Missionen Ihre Ausrüstung modifizieren können. Und Liara hat in dem alten Offiziersbüro auf Deck 3 jede Menge Hardware aufgestellt. Den Raum beansprucht sie für sich. So, das war's. Es ist immer noch dasselbe Schiff, nur jetzt mit Allianzlackierung. Ach ja, ich glaube, Admiral Hackett möchte über Videoleitung mit Ihnen sprechen. Commander, Udina hat mich über ihr Treffen mit dem Rat informiert. Klingt so, als hätten die alle ordentlich Schiss. Ja gut, auf eine Art verstehen wir die Bedenken. Also ich verstehe das, weil die werden ja genauso angegriffen. Wir haben Ihnen viele Unbekannte präsentiert. Sie fühlen sich bedroht und wollen Lösungen, keine Theorien. Wir haben im Moment aber nur Theorien. Was ist Ihr Plan? Ich will den turianischen Primarchen zu einem Gipfeltreffen mit Asari und Salarianern bewegen. Ich umgehe den Rat und wende mich direkt an die Führungsebene. Das ist gut, gefällt mir. Dort legen wir das Fundament für unseren Gegenangriff. Leider haben wir im Moment nicht viel, um das Ganze zu untermauern. Dann schließen Sie Bündnisse. Versammeln Sie alles und jeden für die Sache. Und das Proteanergerät? Bringen Sie mir Leute, die es bauen. Falls das nicht geht, besorgen Sie Schiffe, Soldaten, Nachschub, was Sie kriegen können. Wir müssen die Reaper auf jedem Kriegsschauplatz beschäftigen, um Zeit für den Bau des Geräts zu haben. Und wenn es fertig ist? Falls wir das schaffen, ziehen wir alle Ressourcen zusammen. Wie eine riesige Armada, die das Gerät bringt, wenn die Reaper am verwundbarsten sind. Je stärker diese Armada ist, desto besser sind ihre Chancen durchzukommen. Und die Erde, Sir? Wir können nur hoffen, dass Anderson und der Rest der Allianztruppen durchhalten, bis wir den Feind besiegt haben. Ich verstehe. Gut. Dann setzen Sie es um, Commander. Ich erwarte regelmäßige Berichte über Ihren Fortschritt. Hackett, Ende.
Ja. Naja. Was soll ich sagen? Hier sehen wir die Kriegsaktivposten von der Allianz. Momentan 3830 und gesamt. Okay. Ja, das kann man halt verbessern, indem man Multiplayer spielt oder hier im Spiel sämtliche. Ich weiß gar nicht mehr, ob die Multiplayer-Server noch funktionieren oder ob das überhaupt noch funktioniert, der Multiplayer. Müsste man mal schauen. Ja, hier im Spiel halt Nebenquests oder Nebenaufgaben machen und die Planeten erforschen, da findet man immer was. Und dann bekommt man Aktivposten dazu. Hier die Konfliktgebiete. Ja, das sehen wir ja dann. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Hier die zocken grad. Ach ne, der macht Bitcoin. Ja, die Normandy wurde ein kleines Stück umgebaut, weil den Raum, der war mal größer. Also wir hatten einen größeren Raum für Besprechungen. Ich kann nicht glauben, dass der Rat nicht hilft. Ach was, Sarah. Wenn es Tessia erwischt hätte und die Erde noch da wäre, kannst du sicher sein, dass wir unsere eigenen Grenzen bewachen würden. Da hat's recht, die Gute. Commander, die Allianz hat ein neues Cerberus-Labor auf Sanctum gefunden. Admiral Hackett möchte, dass sie es näher untersuchen. Ja, aber wir müssen doch erstmal den Turianern helfen. Spezialeinheiten. Tadeltitel, ich lese das jetzt nicht, Leute. Das letzte Mal, als ich was vorgelesen habe, war das ein komplettes Desaster. Oh, hier gibt es keine Tür mehr. Ja, dann werden wir mal auf die Karte krapschen. Eroberte Systeme. Ja, da sind sie aktiv. In Sigurds Wiege. Hier geht's. Suche und Rettung. Die Normandy ist mit einem neuen und verbesserten Scan-Impuls ausgerüstet, der interessante Objekte aufspüren kann. Setzen Sie ihn ein, um Kriegsaktivposten, Artefakte, Informationen, Treibstoff und Treibstoff zu finden, während Sie durch ein System fliegen. Beachten Sie aber, dass bei jedem Einsatz des Impuls die Chance steigt, dass Reaper in das System einfliegen, um die Lage zu sondieren. Wenn ein Reaper in ein System einfliegt, in dem sie sich befinden, sollten sie fliehen und mit der Rückkehr warten, bis sie eine Mission abgeschlossen haben. Ach so. Also das heißt, wenn wir... Oh, jetzt habe ich gescannt. Verdammt. Das heißt, wenn wir zu viel scannen, kriegt man eine drüber. Wir nehmen mit die Liara und wir nehmen den James mit. Das passt so, die würde ich am liebsten ablegen, weil dann haben wir weniger Gewicht und die Fähigkeit lädt schneller auf. Ich habe das letzte Mal bemerkt, dass es ein bisschen eng war.
Oh nein, nein, das ist Palavin. Wir haben dort einen alten Freund. Verdammte Scheiße. Sie werden ausgelöscht. Das stärkste Militär der Galaxie und die Reaper äschern es einfach ein. War das auf der Erde auch so? Ja. Shepard, es tut mir so leid. Ja. Commander, die LZ wird überrannt. James, öffnen Sie die Luke. Jetzt geht's rund. Oh, fuck. Ach du Scheiße. Wo müssen wir denn hin? Okay, danke. Aber das sieht schon geil aus, hey. Und diese räudigen Reaper. Tobastic, bringen Sie Ihre Männer auf die Nordbarrikade. Ja, Sir. Sergeant Bartis, bringen Sie irgendwie den Kommunikationsturm zum Laufen. Sir. General? Commander Shepard, hörte schon, dass Sie kommen, hab's aber nicht geglaubt. General Corinthus. Primarch Fedorian ist tot. Sein Shuttle wurde vor einer Stunde abgeschossen, als er versuchte, den Mond zu verlassen. Das kompliziert die Sache. Wie schlimm ist es, General? Wir haben in der letzten halben Stunde etwa 400 Männer verloren. Wir haben auf diesem Mond Lager als Vorposten aufgeschlagen, um dem Feind in die Flanke zu fallen. Eine einwandfreie Strategie, nur leider... irrelevant. Ja, genau. Die pure Stärke der Reaper macht sie anscheinend immun gegen solche Taktiken. Der Primarch und seine Männer mussten das auf die harte Tour erfahren. Tut mir leid, ich habe gehört, er war ein guter Mann. Und ein Freund. Er hätte einen ausgezeichneten Diplomaten abgegeben. Und wie geht's weiter? Die turianische Hierarchie hat ganz klare Regeln für die Nachfolge. Natürlich, General Corinthus. Bei derart schweren Verlusten kann ich nicht mit Sicherheit sagen, wer der nächste Primarch sein wird. Aber das Palavin-Oberkommando weiß es bestimmt. Allerdings kann ich es im Moment nicht kontaktieren. Der Kommunikationsturm ist ausgefallen. Asks durchschwärmen das Gebiet. Wir kommen nicht nah genug ran, um ihn zu reparieren. Keine Sorge, General. Ich kriege Ihren Turm wieder zum Laufen. Danke, Commander. Ich kümmere mich hier um alles Weitere. Also gut, dann los. Ich sehe den Kommunikationsturm. Links von der Hauptbarrikade. Vor Palavin. Na dann vorwärts!